Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und beim Atzenberger zuschaut, denn heute gibt es diese Osterschokolade bei mir im Test von der Firma Hands Off My Chocolate. Haben wir die Easter-Sorte Milk and White Chocolate Eggs. Hier unten seht ihr schon, wie das Ganze gleich aussehen wird. Also optisch auf jeden Fall schon sehr, sehr ansprechend, wie ich finde. Das Ganze ist hier noch plant-based und palmölfrei. Ja, dann würde ich sagen, wir beginnen. Und fangen sofort an, denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins. Und das ist und bleibt natürlich der Geschmack. Also gilt wie immer, auf damit und raus damit. Ach nee, sie ist natürlich schon wieder kaputt. Ärgerlich, sogar mehrfach zerbrochen. Und hier auch nochmal. Naja, egal, ich werde die Schokolade jetzt bestmöglichst wieder zusammensetzen und dann wird probiert. So, und es geht weiter. Die Schokolade liegt jetzt auf dem Testteller und wir probieren sie jetzt. Vorher schauen wir sie uns natürlich nochmal aus der Nähe an. Und ihr seht schon, ja, wir haben hier so eine Milchschokolade. Darüber haben wir dann eine Schicht mit weißer Schokolade. Und das Ganze ist dann hier noch mit so einem Farbstoff nochmal so ein bisschen gefärbt, dass es dann wirklich so ein bisschen an so ein Ei erinnern soll. Gefällt mir, witzige Idee. Ja, jetzt muss sie nur noch schmecken. Also ich bin gespannt. Oh ja, oh, schöner, intensiver Schokoladengeruch, wenn man dran riecht. Ich beiß mal rein. Ihr könnt ihr nochmal aus der Nähe sehen. Das sind hier wirklich zwei schöne dicke Schichten. Einmal die Milchschokolade und einmal die weiße Schokolade. Richtig gut. Ja, sobald man die Schokolade in den Mund nimmt, beginnt die sofort zu schmelzen. Dann breitet sich ein schöner, intensiver Milchschokoladengeschmack aus. Das Ganze kombiniert mit dem Geschmack von der weißen Schokolade, die hier vorhanden ist. Also passt super zusammen. Ja, dieser gelbe Teil hat jetzt keinen besonderen Eigengeschmack. Wie gesagt, das scheint nur irgendein Farbstoff zu sein. Also es ist wirklich eine super Kombination aus weißer Schokolade und Milchschokolade. Richtig gute Sorte. Also hier hat man sich auf jeden Fall wieder mal Mühe gegeben. Ich mag beide Sorten sehr gerne. Weiße Schokolade genau wie Milchschokolade. Also für mich wirklich eine absolut perfekte Kombination. Schmeckt mir richtig, richtig gut. Optisch auch total ansprechend. Auch ein bisschen kindgerecht gemacht, sage ich jetzt einfach mal. Gerade jetzt hier zum Osterfest oder so. Also wirklich klasse. Ja, ich kann euch die Sorte nur empfehlen, wenn ihr weiße Schokolade und Milchschokolade mögt in Kombination, dann ist das hier genau das Richtige für euch. Gut, dann zeige ich euch jetzt schon die Rückseite der Verpackung mit den Zutaten und den Nährwerten und dann gibt es meine Bewertung. Ja, hier kann ich natürlich nur ganz klar den Dreifach-Daumen nach oben vergeben. Die beste Bewertung, die es bei mir auf dem Kanal zu vergeben gibt und damit eine ganz klare Kaufempfehlung. Also wirklich eine super leckere Traumkombination für mich zwischen meinen beiden Lieblingsschokoladensorten. Also viel besser geht es nicht mehr. Mir schmeckt die Sorte richtig, richtig gut. Würde ich jederzeit wieder kaufen. Ich empfehle sie euch. Okay, dann war es das schon wieder mit meinem kleinen Testvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Nicht vergessen, morgen gibt es schon das nächste Testvideo hier auf diesem Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Test, sagt euer Atzenberger.